Witz, ey. Meine Herren. Unwürdige Kreatur. Tatsache, der hat einen getötet. Ah gut, wir haben hier noch übelst angefrackt, darf man nicht vergessen. Wir laufen mal weiter. Meine Herren, ey, der hält mehr aus als wir. Aber man muss schon sagen, wir haben ja mal ein paar Lernpunkte in Lebensenergie gesteckt. Das zahlt sich ordentlich aus. Oh, da vorne ist doch schon Murats Oase. Oh, supi, Leute. Oh, das ging ja ganz gut. Ging ja wirklich gut. Bin ich zufrieden. Hätten die Macher blöder machen können. So. Ja, da sind wir da. Da. Ah, wir sind da. Wunderbar. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt können wir uns eine Weile ausruhen. Hier, nimm das. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Dankeschön, Murat. Du solltest mich besser nicht stören. Ja. Warum können wir uns in kein Bett legen? Morgen sieht das schon wieder anders aus. Naja, da stand zwar nicht Bett, aber wir konnten uns reinlegen. Okay, jetzt ist die Weitsicht wieder richtig. Die war so vernebelt vorhin. So, sehr schön. Haben wir also Ramirez gefunden. Wir haben den guten Orknarok weggebracht. Wir haben schon eine Menge geschafft. Da vorne brennt ein Lagerfeuer. Hallo? Hallo? Hä? Oh. Kafus Wache. Da haben wir sie. Direkt bei der Oase. Mhm. Okay, hat sich anders in Erinnerung. Da ist die Oase und hier ist das. Okay. Es dürfen jetzt natürlich nicht zu viele sein. Ich meine, Kafus Wachen, okay, zwei Stück. Ist in Ordnung, ist logisch. Wow. Und zack, zack, zack. Kafus Wache, 200 Gold, dankeschön. Kafus Wache, 300 Gold, dankeschön. Warum habe ich keinen Erfolg bekommen? Ja, kein Erfolg, kein Quest-Erfolg. Ist doch noch mehr. Oh ja, dann. Da steht noch einer. Okay. Ah, oh Leute, so. Ja. Träum weiter. Der Angriff hier, dieser hier, ist übrigens verbuggt, weil der letzte Schlag beinahe nie trifft. Oh, rufe Morasul plus 15. Wir haben 75. Ein Urzeitvieh. Bladings da, Urvieh, genau. Okay, nicht gut. Haben wir irgendwie eine Truhe oder so? Oder war es jetzt alles so wertlos? Sieht wertlos aus. Sie haben mich nie gesehen. Okay. Gut, damit haben wir genug Ruf, um nach Gonzales zu kommen und den letzten Schlüssel zu bekommen. Drei haben wir, vierter Gonzales, fünfte hat der Ork vor dem Tempel. Perfekt, Leute. Teleportstein nach Murasul. Hier. Perfekt. So. Ah, okay, da sind wir ja quasi bei Kafu. Dann gehen wir erstmal runter. Oh, die Weitsicht. Da vorne ist Eissteam. Sehr schön. So, Jump. Und abrollen bitte. Dankeschön. Ja, gerade der Mythana-Soundtrack, Kafu. Die Wachen sind erledigt. Ausgezeichnet, Vater der Stärke. Natürlich hast du dir eine Belohnung verdient. Wenn du mir jetzt noch mein Gold wiederbringst, kannst du dir meines unendlichen Dankes sicher sein. Ja, das Gold haben wir auch. Hier sind deine 700 Goldmünzen zurück.
Hier hast du deine 700 Goldmünzen zurück. Ich danke dir, Vater der Klugheit. Nimm dieses Wasser und einen Teil meines Goldes als Zeichen meiner Dankbarkeit. Meine Gebete begleiten dich auf allen verdorrten Wegen, die du gehen wirst, mein Freund. Okay. 200 Gold und 5-mal Wasser erhalten. Dankeschön, warum nicht? Gehen wir hier rum. So, wir können jetzt noch natürlich die Kopfgeldjagd abgeben. Da kriegen wir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Gold. Bup. Wow. Fast geradeaus runtergefallen. So, das heißt, wir gehen jetzt links rum. Erstmal nochmal am Eingang vorbei. Da hätten wir die Mondklinge doch behalten können. Fällt mir gerade ein. Na egal, jetzt ist es zu spät. Was gehen wir für komische Wege? Hallo Assassine. So, ihr seht schon, alles in grün markiert. Wir sind also in der Stadt schon beliebt. Das freut mich. Hallo Assassine. Wie schnell das geht. Hier hinten, perfekt. Bandaro. Ich habe Ramirez gefunden. Gut. Wo ist er? Er ist tot. Das wird Ningal bestimmt interessieren. Besser, du erzählst es ihm selber. Also sieh zu, dass Nasib dich reinlässt. Hier ist die ausgesetzte Belohnung. Dankeschön. Kafus ehemalige Wachen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kriegst auch eine fette Belohnung. Gonzales wird stolz auf uns sein. Okay, super, danke. 1000 Goldstücke, das ist schön. Ende ja mit dem Dieb machen wir nicht. Yusuf, wie gesagt, ist eine arme Sau. So, Nasib. Kann ich mit Gonzales sprechen? Gonzales ist sehr beeindruckt von deinen Taten. Wenn du mich fragst, wirst du es bei den Assassinen weit bringen, wenn du so weitermachst. Danke, das wollte ich hören. Geh am besten gleich zu ihm. Er erwartet dich. Dankeschön. Ja, was kannst du mir über Gonzales erzählen? Nicht, dass wir jetzt in eine Falle tappen und das so ein totaler Mistkerl ist. Was kannst du mir noch über Gonzales erzählen? Er ist der geschickteste Händler in der Wüste. Und Zubens wichtigster Mann, wenn es um Geschäfte geht. Also sieh dich vor, wenn du Gonzales Zorn erregst, dann wird es dir schlechter gehen. Ja, ja, schon klar. Okay. Okidoki, gehen wir mal rein. Hallo? Ernesto? Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Dankeschön, das wollte ich hören. Okay. Sieht ja langweilig aus von innen. Okay, da ist also Gonzales. Wer bist du? Elitekrieger. Elitekrieger Ningal. Du hast dich also um Morasu verdient gemacht. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Assassin Ramirez verschwunden ist. Ich habe Ramirez im Ruinenfeld gefunden. Er ist tot. Das ist außerordentlich bedauerlich. Die Ruinen sind sehr gefährlich. Doch er kannte die Gefahr. Er konnte sie einschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Sandcrawlern gefressen wurde. Nein, sein Tod hängt mit seinem Auftrag zusammen. Hier, das ist für dich. Okay, welchen Auftrag hatte Ramirez? Welchen Auftrag hatte Ramirez? Aus Bensala ist eine Lieferung Erzrohlinge gestohlen worden. Einige davon sind hier in Morasul bei den Händlern aufgetaucht. Ich habe Ramirez auf die Sache angesetzt. Er verfolgte eine Spur. Er glaubte, den Erzdieb gefunden zu haben. Und wahrscheinlich hat er das auch. Du glaubst, dass der Erzdieb auch der Mörder ist? Ich will, dass du an der Sache dranbleibst. Finde seinen Mörder und räche Ramirez. Aber sei dir sicher, dass du den Richtigen erwischst. Okay, der Mörder von Ramirez ist jetzt im Grafikbug da hinten und hier auch. Ist der jetzt hier in Morasul oder was? Ja, was kannst du für mich tun? Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dir die Kunst der Magie beibringen. Oh, ein Beschwörer? Bring mir etwas über alte Magie bei. Nur weiter so. Gut so. Gut. Gut. 117. Okay. Ende. Sehr schön. Gehen wir hier rüber. Wer bist du? Alina, die haben wir hier hochgebracht. Hier können wir eben beten. Belia. Gewähre mir Lebenskraft. Dankeschön. Dankeschön.
So. Okay, reden wir mit Gonzales. Es gibt schlechte Nachrichten. Jemand greift unsere Städte an. Wenn wir den Schuldigen finden, machen wir mit ihm kurzen Prozess. Kommst du zu mir, um mir ein Geschenk zu machen? Lassen wir das. Ich will mit dir reden. Na gut. Du hast es bis zu mir geschafft. Also soll deine Mühe auch belohnt werden. Lass uns reden. Okay. Ich bin auf der Suche nach den Schlüsseln zum Tempel. Ich bin auf der Suche nach den Schlüsseln zum Tempel. Interessant. Wie kann ich dir helfen? Weißt du etwas über die Schlüssel? Also gut. Wir sind beide Geschäftsmänner. Und ich will deshalb nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe einen der Schlüssel in meinem Besitz. Was verlangst du für den Schlüssel? Die Orks wollen die Artefakte des alten Volkes und drehen in der Wüste jeden Stein um. Sie würden jeden Preis bezahlen, um in die tiefsten Heiligtümer des alten Volkes zu gelangen. Dieser Schlüssel ist also einiges wert. Nach dem momentanen Stand der Dinge würde ich ihn dir für 10.000 Goldmünzen überlassen. Meiner bescheidenen Meinung nach geschenkt. Wie hört sich das an? Meine Güte, 10.000. Wir könnten es natürlich bezahlen, aber das ist krank. Müssen wir es wirklich machen? Ich meine, wir werden die Stadt hier erobern, dann können wir das Geld sowieso wieder, bla bla bla, aber trotzdem. Ich werde dir den Tempelschlüssel aus deinen kalten Händen reißen. Und damit den Zorn der ganzen Stadt auf dich ziehen? Aber gut, deine letzte Stunde hat geschlagen. Ja, komm her, Gonzales. So. Da haben wir den Schlüssel doch. Ta-ta-ta. Alima tanzt einfach weiter. Nee, Spaß beiseite, Leute. Wir müssen den Schlüssel wirklich abkaufen. Ich fasse es nicht. Mann, das gibt's doch nicht. 10.000 Goldmünzen ist natürlich eine ganz schöne Menge. Vor allen Dingen für uns, weil wir das Geld ja gerade sparen für die, sagt mal schnell, für die, ja, für die Paladin-Rüstung. Das ist ja eigentlich mein nächster Anlaufpunkt, das, was ich mir als nächstes holen wollte. Na ja, okay. Hier hast du das Gold. Gib mir den Tempelschlüssel. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, du bist schlau genug, um dir das Gold von den Orks zurückzuholen. Halt's Maul, ey. Okay, wir gucken mal hier die Bücher an. Buch. Das kenne ich schon. Aber ja, klar. Alchemietisch, vielleicht können wir ein paar Heiltränke herstellen. Oh. 15. Dankeschön, haben wir da 33. Das sollte erstmal unseren Bedarf für den Tempel eindecken. Ich meine, mit 33 Heiltränken werden wir den Tempel schon schaffen. So, ja, genau. Anga. Komm mit. Ja, okay, wir können ihn wirklich mitnehmen, das ist schön. Felipe Paladin. Okidoki, dann würde ich sagen, auf geht's zum Tempel, Leute. Ich bin mir nicht sicher, sehen wir von hier aus den Tempel? Ah, ne, wir laufen mal hier außen rum. Bis wir in die Nähe des Tempels kommen. Sonst ist mal das Strohviel-Laufschrei. So, hier sieht's gut aus, hier können wir mal runterjumpen. Boah, wie cool das mit dem Fallschaden ist einfach. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Dann ist ja schließlich schon der Tempel. Ist ja nicht sehr weit weg. Okay. Scheinen wir auch problemlos hinzukommen, meine Güte. Dann würde ich mal sagen, ohne großen Zeitdruck gehen wir jetzt ganz in Ruhe zu unserem guten Kalesch, oder wie heißt er, und geben den Beschlüssel. Ich hoffe mal, dass der uns mit den Orks ein bisschen Deckung gibt. Also wir werden selbstverständlich das Artefakt behalten, das dem Ork nicht geben. Aber mal schauen, vielleicht kommt er auch mit rein, das wäre cool.
Ja, okay. So, an dieser Stelle mal kein Quicksave, sondern eine richtige Speicherung. Schließlich steht jetzt quasi der letzte Tempel auf unserem Zeitplan. Mal gucken, was da auf uns wartet. So. Kalesch. Ich habe die vier anderen Schlüssel. Gib sie mir und zwar schnell, verstanden? Ein Moment mal, was habe ich davon? Ich muss hier meinen Auftrag erfüllen und du warst ein nützliches Werkzeug. Doch jetzt, wo die Schlüssel hier sind, habe ich keine Verwendung mehr für dich. Verstehe. In diesem Fall werde ich dir überhaupt nichts geben. Gib mir die Schlüssel, sonst hacke ich dir den Kopf ab, dreckiger Morra! Ich werde dich töten! Och nee. Muss das jetzt sein? Alle oder nur der? Bitte nur der. Tatsache nur der. Dann locken wir den mal weg. Nee. Nee. Oh, Dreck. Wir müssen das taktisch machen. Wir können den doch weglocken. Weil wenn nur der kommt, theoretisch... Wenn nur der kommt, dann können wir den nämlich heimlich meucheln. Aber wir müssen gucken, dass der im Nahkampfmodus bleibt. Ich hoffe, ihr folgt.